Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monster Super League Monster Tutorial. Heute haben wir Minikater, Miauflügel, wie auch immer der glaube ich heißt mag. Minikater war es glaube ich. Ich benutze viele Varianten von ihnen, aber habe mir nie den Namen genau angeschaut. Ne, das war Birdie. Ja, Minikater, Koboldkater, Miauflügel. Ja, es ist halt ja ein Schmetterlingskätzchen, würde ich es jetzt identifizieren für. Ja, irgendwie sowas. Ja, wir kommen wieder zu einigen interessanten Facts um Miauflügel. Also ich kann euch sagen, Miauflügel benutze ich für den Apophis stellenweise, weil wir hier das Reinigen drauf haben. Wir haben Adrenalinangriff, wir stellen die HP der Verbündeten zu 10% der eigenen Max-HP wieder her. Und das Reinigen gewährt eine 100%ige Chance, alle Verbündeten von einem negativen Effekt zu befreien. In dem Fall ist es ein Tank, der heilt. Erkennt man dann wieder an dem Buff hier oben. Erholungsstaub wirft einen lebensspendenden Pulver ab, das die HP aller Verbündeten wiederherstellt. Wir haben noch die variable Fähigkeit Angriffshaltung, verringert die Verteidigung des Gegners um 30-35%. Die variable Fähigkeit ist bei Apophis dann natürlich hier null und nichtig, weil die Verteidigung des Gegners kann nicht gesenkt werden, also von der Profis zumindest nicht. Aber für PvP ist das auch eigentlich eine sehr nette Zusammenstellung. In dem Fall natürlich, außer der Regel, bauen wir in Triple HP mit HP Plus in den Subs und aber auch Erholung in den Subs und jede Menge Widerstand in den Subs. Das Ganze auch so in der Sternenaufwertung, weil wir haben ja immer noch den Erholung auf der auf der aktiven Fähigkeit und das Adrenalin mit HP basiert ja auf den eigenen HP-Werten des Monsters. Also wir haben da doppelte Heilung und gleichzeitig noch eine Reinigung, was uns von den Buffs, von den Debuffs der Gegner befreit. Und deswegen brauchen wir viel Widerstand, dass uns der Minikater nicht viel weggesandt wird. Wir haben hier nur zugefügten Schaden hier drauf und erhöhte Heilung nochmal hier. Also auf jeden Fall nice to have. Die Wasservariante müsste ich jetzt raten, was er hat, weil die ist eine Variante, die ich noch überhaupt nicht eingesetzt habe. Wir haben gewährt eine 100%ige Chance, 30% der eigenen SP beim Angriff wiederherzustellen und Abschirm gewährt Verbündeten ein Schild für 2 Züge. Inwiefern das Abschirmen jetzt gerechnet wird, ob in HP oder sowas, kann ich euch leider nicht sagen, weil es nicht mit dran steht. Wir haben hier auf jeden Fall eine passive Fertigkeitswirkung von plus 5% und nochmal eine Zugdauer von plus 1, wenn wir das Ganze aufgepumpt haben. Dann haben wir eine 100%ige Chance für 35% SP wieder herzustellen und die Verbündeten kriegen für 3 Züge ein Schild verpasst. Ja, an für sich eigentlich gar nicht schlecht. Auch hier haben wir wieder ein Erholungsmonster. Dadurch die moralische Stärkung, die gibt uns keinen Vorteil, wenn wir eine gewisse Bauweise machen. Deswegen bauen wir ihn wie einen ganz normalen klassischen Heiler auf Verteidigungswertung, HP und Erholung natürlich mit den jeweiligen gegensätzlichen Subs als Prozente drin. Genauso wie in der Sternenaufwertung haben wir da HP, Verteidigungswertung, Erholung, Widerstand so gut es geht mitnehmen und natürlich auch die kritische Resistenz nicht außer Acht lassen. Dann habt ihr da eigentlich einen recht guten Heiler für euer Verteidigungsteam oder auch für euer Angriffsteam. Dadurch, dass er halt keinen Debuff mit abwirft, mäßiger Heiler für den Anfang auf jeden Fall zu gebrauchen, sag ich mal. So, die Holzvariante sollte jetzt hier irgendwo kommen. Die haben wir hier. Und zwar ist das im Moment die Variante, die man auf der linken Seite des Wassertitans benutzt, wenn man sich noch keine Kura eingebaut hat. Natürlich in der variablen Fähigkeit nach vorne. Wir haben das Schwächen aufdecken, gewährt eine 80%ige Chance, die Schwächen des Gegners aufzudecken für einen Zug. Und wir haben einen erhöhten Angriff für 2 Züge. Ist jetzt im Wassertitan. Ja, also beim Wassertitan haben wir ja auf der linken Seite mehr die Debuffer, deswegen ist der Buff jetzt nicht das Nonplusultra,
aber zumindest das Schwächen aufdecken, was wir haben. Kura hat ja da dieselben Fähigkeiten. Wir haben hier nochmal eine Aktivierungsrate von +10% und eine Fertigkeitsdauer des Zuges von +1, dass wir da auf 90 plus 2 kommen. Und nochmal eine Fertigkeitsdauer von +1, dass unsere Verbündeten für 3 Züge eine erhöhte Angriffskraft haben. In dem Fall natürlich auch, da keine Bauweise hier eine Stärkung aufwirft, bauen wir ihn ganz klassisch wie ein Heiler auf HP, Verteidigungswertung und Erholung. Das Ganze selbstverständlich auch mit genug Widerstand und kritischer Resistenz auch in der Sternaufwertung und dann ab nach vorne mit dem Kerl. Bei der Schwäche aufdecken braucht man dann auf der rechten Seite für die ganzen schönen Merlins. So, jetzt gucken wir mal, die Lichtvariante ist bestimmt wieder irgendwo hier oben. Und auch nicht. Wo ist denn die Lichtvariante? Ah ne, die Lichtvariante war nur eine Dreiervariante. Die ist irgendwo hier unten. Da! Und zwar der Minikater. Gewährt eine 70%ige Chance, die Verteidigung des Gegners für 2 Züge zu reduzieren. Und höhere Verteidigung erhöht die Verteidigung der Verbündeten für 2 Züge. Wäre in dem Fall ein... beinahe Ersatz schon für Hanna. Im Gegensatz, weil er da eine geringe Verteidigung macht. Empfehle ich für den Licht- und Dark-Titan auf der linken Seite auf jeden Fall. Und wenn ihr da eh schon Monster habt, wie zum Beispiel den Lichtwendigo und sowas, der ATK-Down macht, wäre es noch vom Vorteil, wenn ihr statt einer Hanna den Minikater einbaut. Das Ganze ohne Gewehr, weil da bin ich selber noch am Testen. Baxter hat noch keinen dritten Minikater, auf jeden Fall benutze ihn auf der linken Seite für den Licht- und Dark-Titan, um den Death-Down raufzumachen. Und da wäre nochmal interessant für euch, dass ihr euch die Licht-Dark-Teams anschaut, was das Nonplusultra ist, ob der Minikater da was für euch ist. Ja, und wie gesagt, ich benutze ihn im Moment auf der linken Seite. Ja. Auf jeden Fall auch sehr schön anzusehen in der Lichtvariante, finde ich auch die beste Variante. Neben dem Dark mit, der jetzt natürlich auch noch kommt. Auch nur ein 3-Sterne-Monsterchen, aber besser als keiner. So, und zwar haben wir hier den Adrenalin-Angriffe stellen die HP der Verbündeten zu 10% der eigenen Max-HP wieder und höherer Angriff erhöht die Angriffskraft der Verbündeten für 2 Züge. Ist auf jeden Fall ein netter Unterstützer für euer Angriffsteam oder fürs Turmteam. Hier natürlich gehen wir auch wieder auf Max-HP. 3 HP-Steine mit HP Plus in den Subs, mit Erholung in den Subs, genauso wie Widerstandswertung in den Subs. Und das Ganze auch so in der Sternenaufwertung. Hier haben wir dann nochmal eine passive Fertigkeitsdauer von +1. Und ja, das Ganze dann als Unterstützer für euer Angriffsteam könnte euch so manchmal den Hintern retten. Jetzt habe ich natürlich vergessen, nochmal in die Fertigkeitsbücher des kleineren, also des Lichtes zu gucken. Moment, das holen wir jetzt gerade nochmal schnell nach. Genau, wir haben nochmal eine Aktivierungsrate von 10% und nochmal ein Schild. Zugsdauer von +1. Also nochmal definitiv lohnenswert, den für ein Titanenteam mitzunehmen. Ja, dann hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, wie immer ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann hoffe ich, wir hören, lesen und schreiben uns. Bis dann, ciao.